Willkommen zurück bei Final Fantasy 13. Wir müssen uns jetzt ganz schnell auf den Weg zu Hope machen, denn sein Stigma scheint außer Kontrolle zu graben. Und das heißt für uns, dass wir ganz schnell zu ihm müssen. Das hält mich auch nicht davon ab, da oben mal kurz zu gucken, was da ist. Kann ja sein, dass er hier irgendwas Nützliches rumliegt. Was leider nicht dem ist. Da flatterte ein Monster weg. Oder mehr an uns oben drüber vorbei. Und ich habe das Gefühl, dass uns Monster den Weg versperren werden, wenn wir uns auf die Suche nach Hope machen. Ich habe es geahnt. Geht mir aus dem Weg. Ich will zu Hope. Ihr seid mir da gerade nur im Weg, ihr dämlichen Viecher. Ih, schon wieder diese Puddings. Hi! Ich mag nur Schoko- und Vanillepudding. Danke. Ach, hier komme ich nicht vorbei, ohne weiteres. Schade. Euch muss ich dann doch bekämpfen, wohl oder übel. Passt, ich muss mich gleich mal austauschen. Ich muss mal die liebe Vanille dann gleich mal reinnehmen. Ich brauche eine Heilerin nebenbei. Ja, komm schon. Schneller, bevor mir irgendeiner hier K.O. geht. Besonders diese... Ja, Alraune sind mir das ein bisschen ein Dorn im Auge. Denn... Karamellmusee. Ich mag Karamell. Wäre das kein Monster, würde ich es naschen. Meine Güte, ist das Ding zäh. Aber Karamell ist ja generell ziemlich zäh und lebt gerne zwischen den Zähnen und was weiß ich nicht alles. Und wir kriegen ja jede Menge Punkte und nichtsdestotrotz tauschen bitte. Ja, wir stellen unsere Paradigmen gleich noch einmal wieder ein. Ach, es ist doch jedes Mal dasselbe, wenn wir unsere Formationen ändern. So. Setzen wir unseren Weg fort. Wir wollen immerhin ganz schnell zu Hope. Hi, Riesenkaramell. Und da hier was liegt, muss ich dich leider bekämpfen. Ups. Kann sein, dass es jetzt gerade eben gerauscht hat. Ein Mixmus-Mause? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ein riesiges Karamell etwas. So. Könnte auch sein, dass das auch nicht so Karamellpudding mit Schokosoße ist. Ich sollte aufhören, von Desserts oder so zu reden, sonst gehe ich gleich an meinen Kühlschrank und hole mir einen Joghurt oder so. Mann, ist das Ding zäh. Die fressen immer so viel Zeit. Das ist unschön. Unbesiegt. So. Fast 1000 Kristallpunkte für nur so ein Ding. Sehr schön. Und weiter geht es. Oh,
komm mal, lass dich auch mal ein bisschen drehen. Euch umgehe ich. Tschüss. Nein, ich will nicht. Ich will ganz schnell zu hoch und... Och, nö. Nö. Ich muss, ich muss, ich muss. Wäre ja so schön, wenn man einfach mal dran vorbeikommen würde. Aber was, dann haben wir hier... Du siehst einen mickrigen Pudding. Boah, ich krieg gleich wirklich Lust, irgendwas mit Karamell zu naschen. Nur leider habe ich nichts im Haus, was mit Karamell zu tun hat. Mann, ey. Das finde ich gemein. Finde ich echt vom Spiel gemein, dass es einen Lust auf was Süßes macht. Ungewollt. Jetzt ist nur noch dieses Karamell-Ding und wir können weiter. Da kommen ein, zwei Treffer und es ist doch weg. Schön. Snow haut einmal rein und tschüss. Oh, so viele Kristarium-Punkte. Oh. Hobel! Armer kleiner Hob.限界だって言うのかよ。国を離れてどんだけ経ったと思ってる。 どこに行ったって人はいねえ。ルシに関する手がかりもあれしねえ。これでもよくやってきた方じゃねえか。道はまだあるよ。あの場所に行けばバニラ。いいのか。 何も見つからなければ今度こそ終わりだがな。すべての始まりの地オルバ教、僕たちをルシにしたファルシが眠っていた場所、バニラさんたちの故郷、そこに行けば刻印を止める手がかりが残っているかもしれない。 たどり着ければな。先に行っててください。置いてけないよ。僕なら大丈夫です。一人でも戦える強さをみんなからもらいました。全部背負ってアルバルムで約束したろ。怖いんです。みんな同じだ。 次は死神のお出ましか。いや、その逆だ。ホープ、お前にはこれだけの力が眠ってる。なのに諦めるからこいつが出てきた。なるほどな。こいつは誘いに来たのか。悔しがる暇があんならこの試練を乗り越えてみやがれってな。僕も
Und wie bereit. Wir, die geile Musik. Und mein lieber Hope, wir sprechen uns nochmal. Als würden ich und die anderen dich zurücklassen. Ich glaube, du spinnst. Vergiss das. Wie lauten meine Paradigmen? So rum, bitte. Ich habe wahrscheinlich kein besseres Paradigmen. Doch, ich habe ein besseres Paradigmen. Haut mal bitte alle drauf. Komm schon. Komm schon, wir kriegen das hin, Leute. Und zwar jetzt. Mein lieber Hob, sag niemals wieder, wir sollen dich zurücklassen. Ich glaube, dann setzt es aber heiße Ohren. Lasse ich nicht zurück. So, auch hier hat sich der ADB-Balken nun vergrößert. Puh. Shokanji wa shi niyotte hito o sukuu nda to omottemashita. Kedo, tayori nai boku tachi o shikari ni kite kurete tan desu ne. Tsuyogari no omae o daro. Tsugi wa chotto dake amaemasu. にゅー言ったでしょ。グランパルスではみんなが家族。嫌がったってずっと一緒だよ。<笑>Richtig so。地獄の果てでもな。ここは地獄じゃねえっつーの。覚悟は決まったな。 何も変わらないかもしれない。また壁にぶつかるかもしれない。でも道が終わるところまで行ってみよう。数百年ぶりの故郷と見失いそうになった光を求めて私たちの最後の旅が始まったんだ。 Fand das süß, wie sie ihn jetzt umarmt hat und gemeint hat, wir sind eine Familie. Das fand ich gerade so süß. So muss das laufen. Hui! Ja, ich freue mich. Hallöle. Ich gehe mal so. Die Asylte Steppe. Oh, ja, das wird jetzt schön, meine Lieben. この石碑知っているのか？死骸の一種つうか、慣れの果てだな。死骸だと？大丈夫。もう何もできないから。使命を果たせなかったルシは死骸になって荒野をさまよう。 死骸はやがて力尽き、石へと返事。でもね、こんな風になってもまだ使命を忘れられずにいるんだよ。ルシに語りかけるんだ。代わりに使命を果たしてくれって。果たせぬ無念を抱えてるってか。浮かばれねえな。なあ、こいつの頼みを聞いてやろうぜ。人事とは思えねえよ。 俺らも死骸になっちまったら、こうなるかもしれないんだ。なんで後ろ向きだな。らしくねえぞ。
人のために一肌脱ごうってところは素のらしいさ。Ja, das wird jetzt sehr lustig, meine Lieben, denn ab der nächsten Episode kann es sein, dass die Parts länger werden. Stellt euch darauf mal bitte ein. Ich hatte es ja schon einmal erwähnt gehabt, sollte ich einen gewissen Ort erreichen, werden die Parts etwas länger, weil ich einige Missionen zu erfüllen habe. Und hier sind wir nun. Die Bedeutung von Fischsteinen oder Cis-Steinen, keine Ahnung, wie ich jetzt nennen soll. Viele Thieves. Oziev? Ich weiß nicht, wie ich sie aussprechen soll. Ich nenne die jetzt einfach nur Ziehsteine. So. Gehen erbärmlich zugrunde, ohne ihren Daseinszweck erfüllen zu können. Jene Ziehstatuen bezeugen das jämmerliche Schicksal solcher Ziehs. Mann! Die auf tragische Weise verendeten. Ihre Seelen, noch immer der Marder des Daseins ausgesetzt, hegen schließlich nur noch einen letzten Wunsch, der sich einem durch Berührung einer Zischstatue offenbart. Zur Erfüllung dieses Wunsches gilt es, die gestellte Mission anzunehmen, um die trauernden Seelen von ihren Qualen zu befreien. Die Erfüllung einer Mission wird mit einer entsprechenden Belohnung vergolten. Sind weitere Missionen von Erfolg gekrönt, erwachen die schlafenden Seelen anderer Cis-Staturen aus ihrer untoten Katatonie und äußern ihre Wünsche, denen man durch Annahme von Missionen nachkommen kann. Nähere Informationen über die Mission oder den Aufenthaltsort des Zielobjektes können der Umgebungskarte entnommen werden. Allerdings gehören bei einigen Missionen die Beschaffung zusätzlicher Informationen zur Mission. Missionen können nur einzeln angenommen werden, so dass mit Annahme einer neuen Mission eine vorherige angenommene Mission annulliert wird. Ja, schön. Ich möchte mich mal bitte bewegen und zum Speicherpunkt rennen. Speicherpünktchen kommt. Oh, und wie wir zu Hause sind. Wir speichern und ich überlege gerade. Ich werde Off-Screen leveln. Das heißt, ich werde Kristallpunkte farmen und so die ganzen Charaktere mal ein. Nö, uns wird nicht langweilig werden, denn wir haben einiges an Missionen zu erfüllen. Schaut euch die Karte an. Wir haben eine ganz große Karte zu erkunden. Ich denke mal, das werde ich als nächstes tun. Diese Karte erkunden mit euch. Und, ja, wie gesagt. Da steht, wer den ich eigentlich nicht so nahe kommen möchte. Danke. Wie gesagt, die Parts werden jetzt länger. Heißt, mindestens 30 Minuten. Wir werden in diesen nächsten Parts die Karte erkunden hier, also dieses Territorium. Werden Missionen erfüllen und offscreen werde ich die ganzen Kristallpunkte sammeln, verteilen und somit unsere Charaktere ein bisschen aufleveln, aufbessern und vielleicht auch schauen, dass ich auch ein bisschen an Geld rankomme, um vielleicht Modifizierungen zu holen. Und schaut mal da hinten. Oh, das ist schon geil. Ich liebe diesen Ort an sich eigentlich sehr. Ich bin begeistert. Ja, ich weiß, ihr wisst nun, was euch oder uns zusammen erwarten wird und ja, was wir so machen werden. Und ich freue mich schon. Oh ja, ich freue mich. Das wird ein heiter Spaß werden. Aber ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns das nächste Mal mit einer längeren Folge von Final Fantasy 13. Und man sieht und stört sich. Also dann, ciao.